Zu einer brandneuen Folge von To Your Eternity, Episode 13. Ich bin da immer noch nicht drüber weg. Nein. Ich kann das nicht vergessen. Ich sage mir jedes Mal, nein, ich würde keine emotionale Beziehung zu diesen Figuren aufbauen und dann passiert es doch immer wieder. Ich hoffe nur, wenn er dieses Ding wiederfindet, dass es in tausend kleine Stücke zerreißt. Dass es sich nicht mehr zusammensetzen kann. Ich meine, ich könnte auch sagen, wenn er keine neue Form annimmt, dann stirbt doch niemand mehr, aber ja. Darauf verlasse ich mich nicht mehr. Ja, dadurch, dass ihm alles genommen wurde, weiß er nicht mehr, was er ist. Schuldgefühle hatte, ja. Schwarzes Ding. Ja, und bis jetzt hat ihm niemand beigebracht, wie man mit Schuldgefühlen umgeht. Aber wie kann er stärker werden? Warum denkt er, er will das Wort Mutter sagen und dann taucht Margie auf, aber das verstehe ich nicht. Ja, das frage ich mich auch. Ja, aber wie ist es möglich, dass er das nicht alleine rausfinden kann, dass er die Sphäre aussenden muss? Aber, ach so, warte, hat er sich jetzt in die Frucht und in die Tasche verwandelt?
noch zu gefährlich. Also wenn er nur noch der Orb ist, dann muss er ganz von vorne. Ach so, und er kann auch nicht. Er kann nicht mehr von vorne anfangen. Alles, was er jetzt gefunden hat. Aber warum lässt er ihn, wenn er jetzt wieder ein Orb wäre, nicht von vorne anfangen? Oder meint er nur die jetzige Form, die er hat, als Fushi? Okay. Aber warum? Ist er denn auch sterblich? Ich kann ihn schon verstehen. Nach all dem, was passiert ist, hatte ich auch keine Lust mehr. Ich habe das Gefühl, sie geht auch, weil ihr das alles auch leid tut, weil sie das alles daran erinnert, an die schönen Zeiten. Ja, er will nicht, dass noch jemand stirbt. Ich dachte immer, sie wäre so eine grantige alte Oma, aber eigentlich ist sie doch ganz nett. Die ist ganz schön wehrhaft für ihr Alter. Aber vielleicht kann sie ihm helfen, seine Schuldgefühle zu verstehen. Ganz schön praktisch, die Fähigkeit. Ich glaube, er ist auch ein bisschen Depri, ja. Ich hoffe nur, dass sich das nicht zu was Schlimmeres entwickelt. Oh Gott. Die Alte, ey. Ich denke mal, das
wird nicht in der nächsten Zeit angreifen. Aber ich frage mich, was macht das eigentlich mit den Körpern? Wenn er weiß, wo diese Nocker sind, warum hat er ihm nichts gesagt, ja? Dann hätten sie das mit Gugu verhindern können. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass die Nockers das damit vorhaben mit den Vessels. Vielleicht geht es einfach nur darum, dem Maker eins auszuwischen. Hätte er auf ihn gehört und wäre gegangen, dann würde Gugu vielleicht noch leben. Aber stärker wird er doch nur, wenn er mehr Körper aufnimmt. Oh, jetzt kann er ja nicht mehr, er kann sich ja nicht mehr in Marchi verwandeln. Ah! Ach, sie weiß das nicht. Ach Gott, okay, er kann sich auch gar nicht mehr an sie erinnern. Aber was ist denn eigentlich mit Gugus Form? Ah, die hat er noch. Stimmt. Oh. Also es heißt, es ist nicht nur die Form, die verschwindet, sondern auch das alles Wissen, was er mit der Form aufgenommen hat. Ich hoffe nur, dass er sich wieder daran ändern kann, wenn er die Form wieder kriegt. Aber er kann ja nicht stärker werden, indem er jetzt einfach trainiert, wie Gugu. Ah, okay. Geht es auch mit Geld? Also, was ist das denn? Sieht das sehr goldig aus? Das hat ja eine Frucht auf dem Kopf.
Ach so. Also das Ding müsste ihn sozusagen zwicken, wenn es tot ist, aber das geht ja nicht. Aber wenn er jetzt den Finger in den Topf hält, würde das dann gehen? Sieht gut aus. Ah, das ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn das eben eine Krabbe wird. Ja, er muss eine emotionale Bindung dazu haben, ja, um sich in ein lebendes Ding zu verwandeln. Oh, das ging aber flott. Ach, darum ist das auseinandergebrochen. Ah ja, das ist ja das Problem. Er weiß ja nicht, welche Form das als nächstes annimmt. Das lernt ja auch mit. Also müsste ja eigentlich im Grunde so viele Waffen wie möglich produzieren können. Salnin. Aber wenn ich mir vorstelle, jedes Mal, wenn er eine neue Waffe bauen will, muss er ja zuerst mit der Waffe verletzt werden. Oh, das kostet bestimmt einiges. Ah, sie geht mit? Okay. Ich dachte, er geht alleine. Okay, warte. Oh oh. Oh mein Gott, was ist das für ein Schiff? Das ist nicht das richtige Schiff. Was zum... Was machen die mit denen? Hä? Wie jetzt? Oh, die sind aufs falsche Schiff gestiegen. Oh, ach du Schande. Ja, aber wie ist das möglich? Ich meine, das kann doch nicht erlaubt sein. Oder machen die das freiwillig? Also, gibt es auf dem Schiff auch normale Leute oder sind das alles nur Gefangene? Was ist das?
Ach, dann sind die anderen Leute auch fälschlicherweise auf das Schiff gegangen und wurden da eingesperrt. Na, ob das funktioniert? Ah. Oh nein! Oh. Oh. Hä, aber sind die in der Vorschau nicht auf einem anderen Boot gewesen? Oh Gott, hoffentlich klappt das. Was sind das für Leute? Hä, aber... Ja, aber wie ist es denn möglich, dass man zufällig auf dem Schiff landet? Wird das nicht kontrolliert? Ach so, man muss kämpfen, hä? Ach so. Verstehe. Oh, das ist irgendwie ein bisschen verwirrend für mich. Weil, wie kann es sein, dass sowas offiziell ablegen darf, so ein Schiff, und es scheint keinen zu stören? Hm. Ah, das ist ja interessant. Ne? Jetzt muss er mit dem wenigen, was er noch hat, da um sein Überleben kämpfen. Ach, du Schande. Also traurig es klingt, aber je öfter er von Waffen getroffen wird, desto höher ist eigentlich seine Chance, dass er das schafft, weil jedes Mal dann kann er die Waffe ja produzieren. Oh nein, ich weiß jetzt schon, dass sie ihn wahrscheinlich total auseinandernehmen, den armen Kerl. Mann, oh Mann. Ach, das ist so. Weiß, wer das war. Warte! Das war die vom Anfang, oder? Die von dem Bär angegriffen wurde. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Garantiert. Die Armschütze? Ach, bin mir sicher, dass sie das war. Okay.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder bestimmt, oder jetzt, wo sie gesehen haben, dass er sich wiederbeleben kann, wollen sie bestimmt, dass er für sie kämpft und ihnen einen Wunsch erfüllt, dass sie frei sind. Garantiert. Also irgendwas sagt mir, dass das Mädel das nicht zum ersten Mal gemacht hat, dass sie hier die Leute auf das Schiff lockt. Vielleicht ist es doch so, wie ich gemeint habe, dass sie vielleicht jemanden sucht, der für sie kämpft. Ja? Aber jedes Mal ist derjenige dann im Kampf verstorben. Also irgendwas ist an ihr komisch. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie so ein Gefühl. Naja, bis jetzt sind mir die Kiddies nicht sehr sympathisch. Ach, ich weiß nicht warum, irgendwie. Aber wahrscheinlich wird sich das in den nächsten Folgen vermutlich ändern. Und dann werde ich wieder sehr leiden. Das weiß ich jetzt schon. Naja, so. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.